Die Genossenschaft Lindenbaum-Ausbildung und Wohnen ist 1929 gegründet worden, mit dem Inhalt für Jugendliche, die Mühe haben, im Arbeitswelt zurechtzukommen, die Lernbeeinträchtigungen haben oder psychosoziale Schwierigkeiten, ihnen eine Ausbildung in einem geschützten Rahmen anzubieten. Das Ziel ist grundsätzlich, ihnen einen Weg zu geben, dass sie nachher in den ersten Arbeitsmärkten, im sogenannten, in der freien Wirtschaft, bestehen können. Wir sind beim Lindenbaum-Aus seit 2015 hier im Ahrtal. Wir haben zwei Fachpersonen, die immer da sind. Wir haben jemanden in einem geschützten Arbeitsplatz. Und dann haben wir auch Lernende, die vom Lindenbaum in die Pfäffiken hier oben runterkommen, wenn sie hier eine Art Praktikum machen. Was wir an der Zusammenarbeit mit der HIAG sehr schätzen, das ist wirklich der offene und ehrliche Umgang. Es ist sehr ein gutes, schönes Vertrauensverhältnis da. Wir haben uns für den Lindenbaum entschieden, weil es einerseits eine tolle Sache ist und wir sicher auch eine gewisse soziale Verantwortung haben und auch die Vielfältigkeit, die sie haben. Sie haben auch andere Standbeine, wie beispielsweise Gastronomie, wo wir gerne den Catering-Service in Anspruch nehmen, aber auch, dass sie als Mieterin die Fischerei das Areal beleben.